Bye Bye Summer. Offiziell ist zwar schon seit wenigen Tagen Herbst, dennoch wird bei den letzten warmen Temperaturen noch gebeacht, was das Zeug hält. Viele begeisterte Beachvolleyballerinnen und Volleyballer nutzen dafür das letzte Turnier des Jahres bei Beachmitte am Nordbahnhof. Ja, wir wollen Spaß haben, gleich noch ein paar Bananenweizen vernichten und dann einen guten Saisonabschluss haben. Aber auch natürlich um Punkte noch für nächstes Jahr. 35 Teams aus allen Teilen Deutschlands zieht es an diesem Wochenende in die Hauptstadt. Denn mit dem Bye-Bye-Summer-Turnier steht abschließend nochmal ein Wettbewerb der Klasse 2 auf dem Programm. Auf die Gewinnerteams der Damen- und Herrenkonkurrenz wartet außerdem ein Preisgeld in Höhe von 280 Euro. Doch das scheint an diesem Tag gar nicht so wichtig zu sein, denn hauptsächlich geht es nur um eines. Meine Partner und ich wollen nochmal einen schönen Saisonabschluss feiern. Wir haben gar nicht die ganze Saison zusammengespielt, aber die letzten paar Turniere, die liefen sehr gut und jetzt wollten wir heute nochmal ein bisschen Spaß haben. Natürlich ist das Turnier auch eine gute Gelegenheit, um sich das erste Mal überhaupt als Team zu präsentieren, um neue Spielzüge zu testen oder einfach Spaß zu haben und die letzten Stunden auf dem Feld zu genießen. Das gelingt vor allem, weil ein wichtiger Faktor mitspielt. Das Wetter. Im Vergleich zu den letzten Tagen war richtig geiles Wetter. In Berlin sind immer geile Jungs. Also auch wenn Leute irgendwie keine Punkte haben und dann irgendwo unten gesetzt sind, das ist immer, jedes Spiel ist hart. Doch nicht nur für die Spielerinnen und Spieler auf dem Feld geht die Saison zu Ende. Auch für die Organisatoren ist nun der passende Zeitpunkt gekommen, um ein Fazit zu ziehen. Ein Turnier, was Teil der deutschen Tour war, konnten wir hier auf Beachmitte ausrichten. Das war für uns somit das größte, vielleicht auch sogar für Beachmitte das größte Turnier überhaupt. Das war das Mega-Highlight und es war richtig cool. Auch wenn der Sommer nun vorbei ist, bedeutet das nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Zwar dauert es noch ein wenig, bis die neue Saison beginnt, doch wer jetzt noch Beachvolleyball spielen möchte, kann dies auch einfach in der Halle tun. Dafür geht ihr einfach in das Indoor Beach Center im Märkischen Viertel. Drum heißt es zwar Bye Bye Summer, aber keinesfalls Bye Bye Beachvolleyball.